Das ist der Expertentipp von Verivox. Da ist es also endlich, das Samsung Galaxy S8 und S8 Plus. Und ihr seht schon, es gibt jetzt den Edge-Screen, wie es früher hieß, oder den so ein bisschen hier ums Rand gebogene Display. Das ist jetzt quasi zwangsläufig. Es gibt keine Flach-Display-Variante mehr. Sowohl S8 als auch S8 Plus haben jetzt diese leicht gebogene Kante. Also nicht ganz so extrem wie bei den Note-Edge-Modellen, bei den ganz, ganz großen, nur so ein bisschen hier. Und wenn man davon der Front halt schaut, dann sieht das aus, als ob das jetzt wirklich ein randloses Display wäre, zumindest hier seitlich. Wobei auch oben und unten oder links und rechts, je nachdem wie man will, da bleibt nicht mehr viel Rand über. Also ihr seht diese ganz kleinen schmalen Ränder hier. Da muss man tatsächlich gerade auch im Querformat jetzt echt aufpassen, dass man nicht versehentlich irgendwo drauf langt. Also das ist schon wirklich grenzwertig, aber natürlich vom Verhältnis der Anzeigefläche zur Gesamtgröße des Gehäuses insgesamt sensationell. Genauer genommen ist es mit 68 mm sogar ein bisschen schmaler als der Vorgänger, das S7. Das hat nämlich 70, bedeutet Bedienung mit einer Hand, zumindest hier so im unteren Bereich, ist weiterhin sehr gut, kein Problem. Es ist halt nur ein bisschen länger geworden. Also jetzt namentlich 149 statt 142 mm. Also insgesamt hat man es so ein bisschen gestreckt. Das sieht man dann auch an der Auflösung. Und ihr seht hier auch schon so ein bisschen erste Eindrücke vom neuen User Experience, also nennt sich jetzt die Nutzeroberfläche, nennt sich halt jetzt einfach Samsung Experience 8.1, passend natürlich jetzt hier zur Nummerierung. Ja, und von der Auflösung, da waren wir stehen geblieben, 1440, wie gewohnt, aber dann halt nicht 2560, sondern 269. Hat man also so ein paar Pixel noch hier ordentlich dazugegeben. Es ist also insgesamt etwas länger geworden. Dann gab es ja schon im Vorwege auch die Information, ja, hier unten, da fällt ja dann wohl dieser mechanische Homebutton, der ja typisch war für Samsung lange Jahre, der ist jetzt sozusagen hier virtuell geworden. Also man kann hier draufgreifen, dann kommt so ein leichtes Vibrationsfeedback hier, also fast wie so eine haptische Berührung. Und der Fingerabdrucksensor, der ist jetzt hier auf die Rückseite gewandert. Ihr seht es jetzt hier oben länglich. Und das ist jetzt wirklich nur ein hauchdünner Rand, den man da so ganz bisschen ertasten kann. Also das ist nicht tiefer wie bei anderen. Und vor allen Dingen, was ich echt ungeschickt finde, ist, man hat den halt hier neben die Kamera gelegt. Ich hätte ihn ja drunter gelegt, weil erstens kann man ihn dann nicht so leicht verwechseln, weil die Kamera, die spürt man besser mit dem Finger als hier diesen leichten Rahmen. Und vor allen Dingen, also ihr mögt das natürlich vielleicht anders handhaben, aber ich habe mein Smartphone meistens jetzt ungefähr so in der Hand. Bedeutet also hier unten noch so ein Finger zum Abstützen, damit es dann irgendwie nicht abhaut da unten runter. So, und das bedeutet dann, auf der Rückseite liegt der Finger ungefähr so. Also selbst wenn man noch so ein bisschen hier macht, irgendwie, also bis man da hinten hinkommt, selbst beim kleinen S8, das ja immerhin schon 5,8 Zoll hat, wird das ein bisschen eng. Also muss man leicht umgreifen, dann kommt man hier hin. Und das potenziert sich natürlich erst recht beim Großen mit 6,2 Zoll und identischer Auflösung. Also wenn man das hier so hat und dann hier, dann wird es also, wie gesagt, man muss meistens ein bisschen so rumhandeln. Also ich finde es nicht ideal, da unten wäre es besser gewesen. Und natürlich, wie das immer so ist, Aluminiumrahmen, Glasrückseite, ihr seht ja, wie extrem das hier gerade bei dieser silbernen Variante spiegelt. Da sieht man natürlich auch wirklich jeden Fingerabdruck ideal. Es gibt ansonsten hierzulande noch schwarz und grau, international auch noch gold und blau, aber zumindest in absehbarer Zeit erstmal nicht bei uns. Ja, von den Auflösungen hatten wir ja schon gesprochen, da kommen wir hier auf 529 und hier im Kleinen auf 570 ppi, weil kleinerer Bildschirm, identische Auflösung. Und von der Kamera her hatte ja auch nichts getan. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, das ist die Kamera vom S7, nämlich 12 Megapixel, die großen lichtstarken, 1,4 Mikrometer, um genau zu sein. Und auch wieder dieses lichtstarke Objektiv mit einem Blendenwert von f1,7, sehr niedrig also. Und damit wahrscheinlich auch wieder identische Qualität wie beim Vorgänger, optischer Bildstabilisator natürlich sowieso. Einzig auf der Front hat sich was getan, da sind es jetzt 8 statt 5 Megapixel zuvor. Auf beiden Kameras, wie gesagt, die sind absolut identisch, bis auf größeres Display und größerer Akku, 3500 statt 3000 mAh. Beide übrigens auch ab Werk gleich mit induktivem Laden, also drahtlosem Laden, Qi-Standard. Und ja, das haben jetzt beide
Seite dann am Werk, genauso wie man quasi dieses Edge-Display jetzt halt aufgezwungen bekommt. Ihr seht, es gibt keine Version mehr mit flachem, normalen Bildschirm, die früher Edge hieß. Das ist jetzt alles automatisch sozusagen, egal ob S8 oder S8 Plus, bei beiden muss man das jetzt zwangsläufig in Kauf nehmen. In der Regel dürfte es gut sein, aber wie gesagt, es ist natürlich auch ein bisschen, wenn es mal hinfällt, vielleicht ein bisschen anfälliger auf den Seiten. Ja, dann war ich gerade bei der Frontkamera mit 8 Megapixel. Daneben, ich weiß nicht, ob man sehen kann, gibt es noch eine zweite, 3,7 Megapixel. Und zwar ist das eine Kamera für die Iris, also mit Iris-Scanner. Das habe ich hier mal beim Großen so ein bisschen vorbereitet. Das heißt, wenn man da hier entsperrt, also zumindest wischt, so, dann seht ihr hoffentlich diese beiden Ringe. Da muss ich jetzt meine Augen reinbringen. Und irgendwann erkennt er das dann hoffentlich auch. Es ist jetzt nicht wirklich ideal von den Lichtbedingungen her. Und ich kann euch schon mal sagen, mit Brille hat es gar nicht. Jetzt ging es umso schneller. Also mit Brille hat es gar nicht funktioniert. Wir geben ihm nochmal eine zweite Chance jetzt hier, dass es dann vielleicht jetzt besser wird. Na, also ihr seht, es ist nicht ganz dunkel hier, aber auch nicht Tageslicht unbedingt. Naja, also es ist, glaube ich, wie immer bei vorherigen Modellen, die sowas ja schon mal hatten von anderen Herstellern. Also ich glaube, am schnellsten ist man immer noch über Fingerabdruckscanner oder eben halt über PIN oder dieses Entsperrmuster. Das ist für mich jetzt eher ein Gimmick. Aber wie gesagt, wird hier gelöst über eine zweite Kamera. Dann ansonsten natürlich neuer Prozessor unter der Haube, völlig klar. Hierzulande bekommen wir den Exynos 8895. International, vor allen Dingen USA, gibt es auch noch den Qualcomm Snapdragon 835. Beide werden wohl ziemlich ähnlich sein von der Leistung her und damit wirklich schnell. Denn beide sind nach 10 Nanometer gefertigt, 8 Kerne, 2,3, 1,7 Gigahertz, zumindest hier der Exynos jetzt, und vor allen Dingen 4 Gigabyte Arbeitsspeicher, schneller Arbeitsspeicher und 64 Gigabyte interner Speicher, natürlich auch wieder erweiterbar, da hat Samsung ja gelernt. Dann LTE ist natürlich an Bord, offiziell oder international sogar nach Cat 16, das würde 1 Gigabit bedeuten, gibt es natürlich noch gar keine Netze für, deswegen in Deutschland redet man von Cat 9 und das bedeutet im Prinzip faktisch 450 Mbit nominal. Da sind auch unsere Netze schon drauf aufgelegt, auf jeden Fall schnelles Internet. Dann erstes mit Bluetooth 5.0. Bisher war ja maximaler Standard in der Praxis 4.2. Das heißt hier natürlich noch schnellere Datenübertragungsraten, noch weniger Stromverbrauch, insbesondere bei diesem Low-Energy-Modus und so weiter. Und IP68-Schutz nach also vor Wasser und Staub ist natürlich sowieso wieder mit dabei, USB-C. Und es bleibt übrigens nur bei einem Lautsprecher. Also nicht, wie man da gemunkelt hat, dass möglicherweise da hier das Stereo ist oder sowas. Also einige von den Gerüchten treffen definitiv nicht zu. Dann, was ich auch noch erwähnen wollte, ist natürlich, dass man jetzt hier, ihr habt es ja schon so ein bisschen gesehen, auch eine neue Nutzeroberfläche drauf hat. So sieht das hier einerseits aus. Und da gehen wir mal kurz hier auch in die Einstellungen rein. Nichts grundsätzlich Neues. Es wirkt jetzt alles noch mal ein bisschen beruhigter. Wir haben es ja bei den Galaxy A-Modellen dieses Jahr, den 2017ern, schon gesehen. Und es ist natürlich jetzt auch Android 7. Das heißt, man kommt jetzt beispielsweise hier so in den App-Launcher oder ins Menü, je nachdem, wie man es halt nennen will, durch einen einfachen Wisch. Das klappt natürlich auch überall, also jetzt nicht nur auf dem Start- oder Home-Startbildschirm oder wie man es nennen will. Und das kann ich euch leider nur in einem separaten Video zeigen, dann auch möglich Desktop Experience bedeutet, kennt ihr vielleicht als Windows Continuum, bedeutet man packt das in so eine Dockingstation und dann wird quasi das Handy zum Desktop. Das heißt, an der Dockingstation müssen dann natürlich Maus und Tastatur und Monitor angeschlossen sein und dann arbeitet man auf denen wie auf einem Desktop, benutzt aber eigentlich als Herz und als Speicher hier das Smartphone. Kostenpunkt, das ist natürlich immer das Wichtigste, 7,99 und 8,99 und damit jeweils 100 Euro über den Vorgänger. Und dass man sagt, dafür bekommt man im Prinzip eigentlich nur, na klar, größeres Display, ja, randlos gezwungenermaßen, ob man will oder nicht. Aber Kamera ist ja identisch, gut, Prozessor wird auch gut sein, aber der ist ja beim S7 jetzt nicht wirklich veraltet. Wer da bereit ist umzusteigen, der muss dann schon ein sehr großer Samsung-Fan sein, möchte ich meinen. Aber es ist definitiv schick. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also hier, wie gesagt, Fingerabdrucksensor hätte ich jetzt hier unten gepackt. Aber insgesamt macht das natürlich schon Spaß. Dann habt ihr gerade schon was gesehen.
sehen, was ich als Bonbon aufgehoben habe, und das nennt sich Bixby. Da gibt es hier drüben eine eigene Taste in der linken Seite, ist halt der Sprachassistent. Zumindest in der Theorie, weil hier bei den deutschen Modellen, da bekommt ihr nicht mehr als das jetzt hier, nämlich erstmal quasi keinen Sprachassistenten, denn nicht mal, wenn man umstellt auf Englisch, soll der funktionieren. Das wird dann später nachgereicht und da gibt es jetzt noch keine Informationen zum Zeitpunkt, keine Aussage. Also es kann Wochen sein, es kann Monate dauern. Momentan also erstmal nur auf Englisch. Da soll es dann halt etwas sein, wie man es halt kennt von Google Assistant, von Siri, von Alexa und wie sie alle heißen, dass man halt sagen kann, keine Ahnung, reservier mir in dem Restaurant einen Tisch, trag den und den Termin ein, erinnere mich daran, das Übliche. Ob sich daraus wirklich ein besserer Nutzungseffekt ergibt, das muss man dann sowieso mal in Ruhe testen, sobald das verfügbar ist, mal ein paar Tage ausprobieren. Dann machen wir dazu nochmal ein eigenes Video und werden dann einfach auch nochmal schauen, ob das mehr bringt als, wie gesagt, das, was man so bisher an Sprachassistenten hatte. Das soll jetzt erstmal nur der erste Eindruck sein. Ja, das ist die silberne Variante. Hierzulande gibt es auch noch schwarz und grau, international auch noch gold und blau, die aber erstmal nicht in Deutschland. Und die sind halt, ja, ihr seht es hier gerade auch am Großen, also ja, mit den Fingerabdrücken. Aber das war ja auch schon beim Vorgänger so. Wer die gemocht hat, wird natürlich auch hier die Nachfolger mögen. Das soll es jetzt auch wirklich gewesen sein, als erster Eindruck vom Launch des Samsung Galaxy S8 und S8 Plus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Das war der Expertentipp von Verivox. Spart jetzt bei Strom, DSL und vielen anderen Möglichkeiten.